Meister Freezer, wir haben soeben die Nachricht erhalten, dass die Besetzung des Sterns Canassa erfolgreich gewesen ist. Gut so. Canassa konnte sogar einen Monat schneller als geplant eingenommen werden. Wer hat die Operation geleitet? Saiyajins. Ein paar namenlose Low-Level-Kämpfer. Saiyajins? Ja, Meister. Sie haben sich bisher als recht tüchtig erwiesen. Sie sind durchaus beeindruckend. Besonders dieser Prinz Vegeta ist unserem Meister aufgefallen. Er ist unermesslich stark. Seine Kampfkraft ist wirklich gewaltig. Ja, schon fast bedenklich. Die Saiyajins sind schon jeder für sich ungeheuer stark. Aber wenn sie sich erst einmal zu einer Gruppe formieren... Ha, klingt ja fast so, als ob dir das Angst macht. Ach Quatsch. Ich halte es nur für sinnvoll vorzubeugen und die Saiyajins immer gut im Auge zu behalten, damit sie sich nicht irgendwann einmal zu einem echten Problem für uns entwickeln. Wir sollten nicht zulassen, dass die Saiyajins zu viel Macht erlangen. Es ist klug, ihnen gegenüber misstrauisch zu sein. Dann werden sie uns auch nicht schaden. Willst du damit sagen, ich bin unvorsichtig? Und wie geht es ihm? Rein körperlich ist alles in Ordnung. Er ist in ziemlich guter Verfassung. Aber laut Computerdiagnose liegt irgendeine Störung der Gehirnwellen vor. Ach wirklich? Schätze mal, dann wird's wohl am besten sein, wenn wir ihn noch eine Weile hier lassen, oder? Sehe ich genauso. Was ist denn euer nächstes Ziel? Wir werden zum Planeten Med fliegen. Ja, von nun an kannst du in die Zukunft sehen. Das heißt, du kannst die Zukunft deines Stammes vorhersagen. Ich prophezeie dir, euch steht eine grässliche Zukunft bevor. Du und dein Volk, ihr werdet genauso ausgelöscht werden, wie ihr mein Volk vernichtet habt. Und jeder Blick in die Zukunft soll für dich eine schreckliche Qual sein. Nanu, ist er wieder bei Bewusstsein? Bardock ist wirklich erstaunlich. Er regeneriert sich schnell, nicht mehr lange und er ist wieder auf den Beinen. Oh Mann, ich hatte vielleicht einen komischen Traum. Was zum Teufel sollte das nur alles bedeuten? Wie geht's dir, Bardock? Alles in Ordnung? Klar doch. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Aber sag mal, wo sind eigentlich die anderen? Freezer hat sie zum Planeten mitgeschickt. Was? Verdammt, da haben die mich also tatsächlich hier zurückgelassen. Aber egal, Med ist nicht so weit weg. Dann mal los! Halt, Bardock! Und jeder Blick in die Zukunft soll für dich eine schreckliche Qual sein! Kampfkraft liegt gerade mal bei 2. Jämmerlich. Planet Med. Da muss ja ganz schön was los gewesen sein. Eieiei. Sowas wäre doch wirklich nicht nötig gewesen, oder? Das gibt's nicht. Was zum Teufel war hier los? Sag schon, was ist passiert? Warum bist du bloß hergekommen? Du hättest weiter schlafen sollen, das wäre besser für dich. Ach, vergiss es. Haben euch etwa die Einheimischen erledigt? Nein. Was glaubst du denn? Die haben wir im Handumdrehen platt gemacht. Und wer war's dann? Na los, sag schon, spuck's aus.
Es war Freezer. Dieses fiese Schwein hat uns reingelegt. Was? Das glaube ich nicht. Oh doch, dieser elende Sack hat uns nur benutzt. Er hat uns gelinkt. Und nicht nur das. Hör zu. Macht ihr da? Warum macht ihr so etwas? Ich muss sagen, du bist ganz schön zäh, du Saiyajin. Was ist? Lass dich nicht so hängen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen mit dir spielen. Warum? Was ist los? Warum machst du das? Warum wir das machen? Wenn du es wirklich wissen willst, von mir aus, ich werde es dir sagen. Was wir tun, tun wir nur auf Befehl unseres Meisters Freezer. Was? Wieso? Ihr elenden Saiyajins seid Meister Freezer schon eine ganze Weile ein Dorn im Auge. Ihr müsst echt Mist gebaut haben, dass er so sauer auf euch ist. Unsinn, das stimmt nicht. Wir haben nichts getan. Wir sind Meister Freezer treu ergeben und haben uns ihm nicht ein einziges Mal widersetzt. Warum sollten wir ihm ein Dorn im Auge sein? Warum ist egal. Ihr habt sein Missfallen erregt und das habt ihr nun davon. All die Jahre haben wir ihm völlig selbstlos gedient und das soll nun der Dank sein. Tja, dumm gelaufen. Dieser elende Sack hat uns nur benutzt. Er hat uns gelinkt. Und nicht nur das. Hör zu. Ich werde sterben. Du musst etwas unternehmen. Sonst wird Freezer alle Saiyajins auslöschen. Bardock, geh zum Planeten Vegeta. Das Schicksal unseres Volkes liegt in deiner Hand, hörst du? Du musst unsere Leute sammeln und Freezer vernichten. Zeig es ihm. Zeig ihm unsere Kraft, Bardock. Zeig ihm, wie stark wir Saiyajins sind. Zeig es ihm. Komm schon. Scheißkerle! Ja, fluch nur, denn gleich bist du fällig. Nicht zu fassen, er ist doch bloß ein Low-Level-Fighter und dann sowas.
Ach, vergiss sein scheiß Level, er ist ein Saiyajin, das reicht! Komm mit, Minak! Wir greifen an! Kaioken! Na los, Kakarot, ich weiß doch, du bist stärker! Mach schon, zeig mir deine Power! Verdammt, was ist nur in meinem Kopf los? Tja, ein kurzes Vergnügen. Eigentlich sehr schade. Hey, Doloria. Komm sofort zurück. Was? Das ist ein Befehl. Wir müssen zum Planeten Vegeta. Okay, verstanden. Nappa, hast du schon vom Powerplay gehört? Was? Na, Powerplay. Auf dem YouTube-Kanal gibt's viele Videos zu Dragon Ball. Also los, Nappa. Abonniere Powerplay. Ich mach's auch. Oh, entschuldige. Tut mir leid, das hatte ich total vergessen, oh Mann.